So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir stehen hier vor dieser schönen Hütte. Oh, hier gibt es ganz viele Kräuter. Niemand ist Störrig? krank. Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Wie war das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Oh shit. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, meinen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist. Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Ja. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ja. Das erste. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Die Frage ist, wie können wir dieser Person helfen? Also Schwalbe hieß jetzt, ne? Wir beklauen sie mal nicht, ja? Ja? Gibt's noch was? Was? Namens Claire? Ja, wir fragen Hast mal. du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin, der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Hä, wer Dann ist bekam ihr Claire? Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Ach, das Der Herr und Armband sein Gefolge von der ritten Toten, hin, ne? um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Oha. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Salpeter, aha. Geil, wir haben echt viel bekommen gerade. Und Kronen noch, lol. Ja, die hat uns Geld und Material gegeben. Nice, danke. Ja? Heute im Angebot. Hast du irgendwelche Kräuter? Ich finde sicher etwas. Sehr. Schöllkraut sehe ich. Kaufen wir das?
Oder farmen wir das? Also Geld ist schon wertvoll. Ne? Erzählst du mir eine Geschichte? Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob Nein. ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Ja, ey Mann, der ist einfach abgehauen. Was für ein Spasti. Aber das ist halt klar, ne? Das war so ein Opfer, der sich irgendwie geil machen wollte. Deswegen hat der ja oberkörperfrei gearbeitet. War klar, dass so eine abhaut, ey. Mann, egal. So, wir nehmen das mal mit, ja. Das auch. Die hat uns halt beschenkt gerade eben. Aber egal, das stört sie nicht, gell? Ja. Das nehmen wir auch alles mit. So. Das wächst ja eh nach, ne? Das ist Unkraut. Ich hoffe, sie braucht das jetzt nicht, ne? Jetzt sofort. Nice. Ja. Schellkraut. Okay, das war's ungefähr. So, die Frage ist jetzt, wo finden wir einen Ertrunkenen? Da, das sieht sogar sehr gut aus, Rad. Weil ich würde dieser Frau gerne eine Schwalbe geben. Komm schon, Plätze! So. Merk gerade meinen Wecker, oh mein Gott, komm, der klingelt jetzt gleich. Entschuldige. So. Oh mein Gott. Entschuldige, Leute. Das hätte jetzt echt genervt, wenn der Wecker einfach angefangen hätte zu klingeln. Ich war so hyped auf Witcher 3. Ich bin eine Stunde früher aufgestanden. Ja. Ne? Warte, wir sind falsch. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück, Mann. Platz da. So, da ist Wasser. Es ist natürlich Tag. War da was Rotes auf der Map? Wir steigen mal ab. Ist hier etwas? Ja. Alter Geralt, wie peinlich. Geralt? Lol, wir sind gebuggt. Die Frage ist jetzt, warten wir darauf, dass es Abend wird? Weil hier gibt's nichts. Wir meditieren mal kurz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob hier was spawnen wird. Oh, falsche Taste. So, Meditation. Zack.
Ich denke aber, die haben kein Ertrunkenenproblem. Weil davon war nie die Rede. Ja, Mann, hier sind auch. Nee. Also hier gibt's nur das Kraut. Holzdorn. Wir nehmen mal mehr mit. Warte, gibt's hier Schätze? Hoch. Ja, keine Ertrunkenen. Vielleicht da hinten. Was ist denn hier gestorben? Oh mein Gott. Versteckt der Schatz. Da. Schlüssel benötigt. Das ist jetzt nur Kraut. Da hinten ist was. Nee, das war's nicht. Okay. Wir gucken trotzdem mal. Da was Rotes. Das könnte es sein. Ja, Mann. So. Ein Buch. Insignien, bla bla. Ja. Das ist für eine Quest. Okay. Das lassen wir aber erstmal kurz. Ich schau mal kurz, also bestial. Okay, wir können hier gar nichts mehr machen. Also, wir haben das Monster noch nicht freigeschaltet, ne? Okay. Ertrunkenen hier, ne, war das doch, was wir brauchen. Ja, Mann. Okay, ich hoffe, die verreckt nicht. Also die. Entschuldige, ich hoffe, die stirbt nicht. Hey, ja. Bis wir das haben. Warte, wo ist denn der Punkt? Merken wir mal kurz den Ort. Da, ne? Kräuterkundler. Genau, das finden wir wieder. Die Frage ist nur, wie viele Folgen wird das dauern? Ja. So. Also das Adventure dauert, ne? Wir machen hier die ganze Nebenquest. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Okay, wir verfolgen das mal.
Können wir eigentlich die Tiere angreifen? Bist du Miss Love? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Gefährlicher als Wölfe? Bitte? Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Ja? Sicher. Machen wir gerne. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Zu spät. Noch ein Angriff. Hätte ich da langsamer sein sollen? Wollt ihr noch was sagen? Geil, der killt die alle mit Chillen hier. Der hat einen gekillt, ne? Noch einen. Nice. Hier, wir helfen mal. Hallo. Die sind ja nur Level 1. Aua. Zack. Hundetalk. Lass mich erstmal looten, ja? Ich komme sofort. So. Oh shit. Oh mein Gott. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Wir fragen mal. Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie, Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Boah, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Boah, der arme Kerl, ey, ne? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Nice, wir sind in Stufe 2. Oh mein Gott. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif.
Das ist aber viel Blut. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Nee, das zweite ist ja voll frisch. Das nehmen wir nicht. Ich komme schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Jawohl. Ich hoffe, der killt uns nicht. Jetzt Weidmanns Heil. So. Rücktaste. Geil, wir haben hier das Skill-Menü. So. Wähle eine Fähigkeit zum Entwickeln aus. Was haben wir denn alles? Zeichenkampf, Alchemie allgemein. Mutagene. Oh, wir können das doch benutzen. Okay, geil. Okay. Es ist ein allgemein. Wow. Also wir gehen auf jeden Fall zuerst auf Kampf. Adrenalin gibt's. Verwendung von Armbrüsten. Nee, lassen wir mal. Defensiv. Starker Angriff. Schneller Angriff. Also für einen starken Angriff muss man rechts klicken, gell? Oder shiften. Jetzt bin ich aber verwirrt. Gehen wir auf starke Angriffe oder schnelle? Kann das Ding hier mal weg? Mein Gott, ey. Aber es könnte auch sein, dass wir am Ende ganz viele Punkte haben werden. Oh, ich sehe gerade 8 Punkte, um das freizuschalten. Das heißt, wir müssen hier 8 Punkte skillen, dann schalten wir das zweite frei. Ah, okay, so können wir planen. Tja. Wir gehen auf schnelle Angriffe, ja? Heißt, wir skillen das hier 5-mal. Was kommt hier? Jawohl, das heißt 5-mal hier und dann... Das bringt... Also... Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Tja. Na, wir nehmen erstmal das hier. E. Genau, zack. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren. Okay. Boah, gut, dass wir das gelesen haben. Okay. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Okay, geil, geil. Das oben? Nee, geht nicht. Sehr schön, dann haben wir noch das hier, Mutagen. Da rein. 50 Vitalität. Sehr gut. Wir sind schon mal ready für den Greifen, so wie es ausschaut. Cool. Trank. Was ist denn das? Naja. Nee. Wir können noch keine Tränke herstellen. Mutagene haben wir auch schon. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Wir gehen auf jeden Fall voll auf Damage, ne, Leute? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ah, da ist was, da lauert was. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder.
Hopp. Mist. Wo sind die Spuren? Ach, da, da. Hier. Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei Leertaste gedrückt. Ah, geil. Was ist denn das? Oh nein, die greifen mich an. Das Greifennest. Oder was davon ist? Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Der lebt ja gar nicht mehr. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Alter bestimmen. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Wie geil der das macht, ey. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Art bestimmen. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Zurücktreten. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Der war so aggressiv, weil er ein Königsgreif war, ne? Geil, ein Schwert. Wir gucken ganz schnell. Das hier war's, ne? Wieder nix. Oder war's das hier? Nee. Sind beide kacke. Das Buch. Das war's, ne? So plötzlich, ich hab Angst. Hol mich bitte ab. So, und jetzt schnell weg hier. Die Frage ist, können wir... Warte, nee, wir gehen lieber zu diesem... Warte, geht das? Plötzlich kannst du das? Nein. Na gut, wir folgen mal dem Weg. Shit. Wir sehen nichts. Wir hätten auch schnell reisen können. Machen wir mal. Nein. Geralt. Hallo. So. Was soll das? Oh mein Gott, entschuldige, ich habe gedoppelklickt. Das war wohl ein Fehler. Am anderen Flussufer. Am Wald? Oh mein Gott, das ist Wesemir. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er hat gezappelt. Schon gut. Dieser Bojan. Wagt er sich bald her, um sein Getreide zu inspizieren? Wozu? Es ist noch lange nicht Erntezeit. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja. Obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100.
Ich habe einen Vertrag für einen Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Kreuzdorn habe ich schon. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Nice. Gut, wir treffen uns dort. Jawohl. Das aber erst in der nächsten Folge. Was haben wir denn hier? Donner sollen wir herstellen. Jawohl, das aber erst in der nächsten Folge. Denn das war's hier schon. Bis dann, Leute.